4:0 Sieg für die Schweiz gegen Dänemark. Die Schweiz im Halbfinale! Und dann ist die Reise definitiv zu Ende der U20. Man verliert Spiel um Bronze. Ja, hier sind wir hier aus dem sehr kalten Vancouver. Ich weiss nicht, wie die Temperaturen momentan in der Schweiz sind, aber hier in Kanada ziemlich, ziemlich kalt. Bald geht's los. Die Vorfreude ist jetzt wie jedes Jahr riesengroß. Die Jungs haben Freude, jetzt, dass es losgeht. Wir haben eine sehr gute Vorbereitung gehabt, eine strenge, aber gute Vorbereitung. Und natürlich ist jetzt die Vorfreude riesig. Jetzt gehen wir los gegen Tschechien und also ich denke, es liegt viel drin. Die Tschechen sind sehr gut mit der Scheibe, individuell starke Einzelspieler. Wir müssen sehr gut defensiv spielen. Wir probieren ins Spiel zu gehen und die Tschechen zu schlagen. Und Tschechien kommentiert selbstverständlich wie alle Spiele mit Schweizer Beteiligung von Thomas Rottmeier. Und der Thomas, der kommentiert zu jeder Tages- und Nacht. Ja, und entsprechend habe ich natürlich Vorkehrungen getroffen hier in meinem Schlafzimmer für diese Woche. Aber liebe U20-Nationalmannschaft, also die, die ich dann gar nicht brauchen, diese Woche zahnstochen dann nämlich ziemlich weh in den Augen. Ja, und hellwach und mit offenen Augen startet hoffentlich die Schweizer Nationalmannschaft hier in dieses Turnier. Herzlich willkommen, erstes Drittel in diesem Turnier. Ja, Bernie Kurajev. Und jetzt die Chance, das ist das Tor. Nando Eckenberger, 1:0. 28. Spielminute. Und die Schweizer nehmen diese zweite Überzahlchance im zweiten Drittel jetzt wahr. Ja, Nussbauer war etwas passiv. So bleiben die Tschechen im Scheinbesitz. Kommen dann neu ans Tor und das ist dann gleich der Ausgleich durch Martin Kaut. Das, was wir eben nicht wollten, der frühe, der schnelle Ausgleich Nejas und unglücklich für Hollenstein. Manchmal ist einfach ein Pech dabei, ja, oder? Es war jetzt wirklich ein Pech gewesen. Die Scheibe kommt scharf eigentlich auf den Goalie. Kommt da an den Stock an, spickt rauf und er hat wirklich ein ganz kleines Loch da. Und weil die Scheibe hochkant ist, geht sie dann wirklich dort zwischen dir, geht hinten rein und hinter die Linie. Kwasnitschka. Und das ist dann das 2:1 für die Tschechen. Ah, doof. Das ist ein verdienter Punkt und nach dem zweiten und dritten Drittel hätte natürlich auch drei können holen mit diesen Chancen und jetzt ist eher zwei verloren als einer gewonnen. Und heute haben wir ein Schussbrenner von 23:23 gehabt und haben Top-Chancen kreiert und das ist nur geil gewesen. Ich würde es einfach sehr geil finden, wenn wir mal die Kneck schlagen können. Die haben das Gefühl, sie sind die Obergrößten. Von dem würde auch die Hockeyschweiz noch lange reden, weil es ist einfach unheimlich schwierig. 36 Sekunden nur gespielt. 1:0 für Kanada. Und Abschluss und das ist der Ausgleich. Tor 1:2 Philipp Kurajev. Die Kanadier, das ist jetzt das 2:1. Mackenzie und Whistle. Wieder Noah Dobson. Dobson und er trifft. Hier Kurajev und das ist das Tor. Am Schluss haben wir das 3:2 schiessen. Und dann, ja eben, ich meine, es war wenig, was am Schluss gefehlt hat, um das 3:3 schiessen. Ja. Die Scheibe. Kommt aber nicht mehr aus Tor. Kanada gewinnt das zweite Spiel. Wer weiß, was noch passiert im weiteren Verlauf des Turniers. Aber jetzt ist klar, jetzt kommt der nächste Match, kommt Dänemark. Und dort das ist wieder, jetzt ist wieder einmal Must-Win. Noch
Nationalmannschaft, U20-Nazi, die will in Viertelfinale, die will gegen Dänemark 3 Punkte. Es wird schwierig für sie, in die Viertelfinale zu kommen, aber sie haben vorher auch überrascht mit schlechteren Mannschaften. So schauen wir. Showdown in der Gruppe A, zumindest sehen wir das so. Wir wollen hier den Sieg gegen Dänemark. Ernie Müller. Und die Scheibe zu! Kuraschew wieder Powerplay. 1:0 für die Schweiz. Eckenberger. Wieder wird Kuraschew gefunden und er trifft erneut. 2:0. Wir haben gewusst, dass wir wirklich besser sind und schnell mal ein bisschen Goal geschossen. Und das war sehr gut, das habe ich gefunden. Justin Ziegler ist gut abgewartet. Le Coultre, Tor! 3:0. Wieder Kuraschew. Kuraschew! Oh, herrlich gemacht! 4:0. Sieg für die Schweiz gegen Dänemark. Wir haben wirklich 6 Periods wirklich Hammer gespielt. Kanada und Tschechien. Und jetzt eben nicht einen guten Match gespielt, aber eben gleich den Win geholt. Und jetzt eben müssen wir weitergehen. Wir werden uns nichts gefallen lassen und eben gegen Russland voll reingehen für den 2. Platz. Das Abenteuer der U20-Nationalmannschaft, das geht weiter. Das erste Tor, Marco Lehmann. Moser und Tor 2:0. Und dann fällt aber dann der Anschlusstreffer. Und hier das Tor. 3:1. Ja, wir haben sehr früh geführt und dann müssen wir auch verbessern, wenn wir das Goal gemacht haben, die nächsten paar Schiffe solid defensiv spielen und nicht gerade wieder eins bekommen. Das ist heute, glaube, 2-mal passiert wieder. Und dann fällt hier der Ausgleich. Ja. Nein! Ah. Shorthander. Die Schweizer mit dem Tor, jawohl, das wollen wir. Yannick Brüschweiler. Nachher ist ein bisschen Chaos losgegangen, 5-3 gekommen. Wenn wir nachher haben wir 5-4 gemacht. Und nachher bekommen wir schnell wieder 6-4. 4:7 Niederlage gegen Russland. Das kann man trotzdem vielleicht mitnehmen für das Viertelfinale. Ja, sicher, dass wir gegen die Besten mitheben können, wenn nicht sogar schlagen. Das haben wir gesehen gegen Kanada, Tschechien, auch heute gegen Russland. Da sind wir sehr nahe dran. Ja, sicher das im Kopf haben, dass wir jeden schlagen können. Ja. Wird sicher sehr schwierig für die Schweizer U20-Nationalmannschaft. Aber ich glaube, nach dem Schwarzen 2018, was das Duell zwischen Schweiz und Schweden anbelangt, in jeglichen Sportarten, sind wir froh, sind wir ein Jahr weiter. In 4 Etappen hat die Schweizer U20-Nationalmannschaft ihr Zwischenziel erreicht, nämlich das Viertelfinale an dieser Weltmeisterschaft. Im Einsatz jetzt also die Schweiz hier in diesem Viertelfinale in Rot spielen, im ersten Drittel. Brüschweiler. Immer noch Yannick Brüschweiler, der lässt man agieren und er trifft zum 1:0. Ich habe gesehen, eben relativ viel Platz und habe nachher die Scheibe aufs Goal gebracht und dann ist es sehen, ja, ist ein super Gefühl gewesen. Es ist immer wichtig, dass man als erstes Goal schiesst, es gibt noch ein bisschen mehr Selbstvertrauen. Verboon. Gewartet hier, Scheibe noch nicht blockiert. Verboon und Tor, 2:0! Juhu! Luca Wyss! Ich habe so lange auf den Moment gewartet, das erste Spiel dürfen zu spielen. Und ja, ich hatte einfach mega Freude gehabt. Ich denke, wir haben von Anfang an daran geglaubt, dass wir die Schweden schlagen können. Wir haben schon eine gute Vorrunde gespielt. Danach hat Holstein super Leistung hinein. Zeit läuft für die Schweizer, nur noch eine halbe Minute jetzt. Boquist. Dieser Abschluss Holstein. Wow. Nein, am Herzinfarkt wird er dann wahrscheinlich auch wieder sagen. Yes, wir haben es. Weiteres Teilziel ist erreicht. Die Schweiz im Halbfinale. Und er feiert übermorgen sowieso Geburtstag, aber im Halbfinale.
alle drumherum haben gesagt, ja, Schweden gewinnt und alles. Und wir einfach als Team haben gedacht, wir gewinnen das Spiel und wir geben alles dafür. Wir haben uns immer mehr angefreundet über den Lauf des Turniers. Jeder kennt jeden perfekt und es macht Spass mit dem Einzelnen. Also ihr seid ja schon Hardcore-Fans, die da jetzt noch drauf sind. Weiter mit uns. Wir machen da noch ein bisschen Party. In der Schweiz ist einfach vielen immer noch nicht bewusst, was das für ein Turnier ist, die U20-Weltmeisterschaft. In Kürze startet das Halbfinalspiel zwischen der Schweiz und Finnland hier in der U20-Weltmeisterschaft in Vancouver. Unsere Jungen, die gehen wie die Obergestörten und vertreten unser Land. Das könnte nicht besser sein. Lasst uns weiter träumen hier in Kanada. Schönen versuchen hier Schweizer gleich unter Druck zu setzen und das gelingt dann mit dem frühen 1:0. Wieder mit viel Tempo kommen sie da und das ist schon das 2:0. Ich kann es mir auch nicht erklären. Es ist so schnell gegangen, ich wir sind nicht bereit gewesen. Wir haben schon weiter gedacht, wir sind eigentlich schon im Finale gewesen im Kopf. Ja, 4:0. Wir haben den Start völlig verschlafen, sie haben es eiskalt ausgenutzt und nachher war es schwer, zurück ins Spiel zu finden. Und Finnland bezwingt die Schweiz mit 6:1. Nach einer unglaublich starken Leistung, das muss man anerkennen. Ich habe wirklich viel vorgenommen für das Halbfinale. Wir haben es leider nicht erreicht, also ins Finale nicht zu kommen. Haben wir eigentlich leichtfertig weggegeben, die Chancen. Und darum ja, haben wir dann schon ein paar Sachen müssen sagen. Das zeigt Charakter und all den Gubus, die man halt so sagt. Jetzt stehen wir in dem Bronze Medal Game und das ist die nächste grosse Chance, die wir haben. Und dann schauen wir, ob wir dann draussen schlagen können. Es ist der letzte Tag. Der letzte Tag eines großartigen Turniers in Kanada. Die Reise für die Eisgenossen, die ist noch nicht zu Ende. Oh, clever gemacht. 1:0 für die Russen. Ja, und jetzt die Russen gleich wieder komplett und mit dem 2:0. Janik Prischweiler gegen Russland im Gruppenspiel mit einem Tor und einem Assist. Und hier fällt das ein. Erste Tor für die Schweiz. Tor. Zum 1:2. Tor 3:1. Ich denke, wir haben noch mal aufdrehen im letzten Drittel und im zweiten Drittel schon. Abgelenkt die Scheibe. Möglichkeit auch hier an den Pfosten. Janik Prischweiler, die Schweiz ist wieder dran. Ein Torunterschied. Jetzt ist es also so rausgekommen, natürlich nicht so, wie wir ihn wollen. Als ehrgeizige Mannschaft wird man natürlich in so einer Position dann eine Medaille gewinnen. Und dann kann man jetzt im ersten Moment sicher nicht zufrieden sein. Dann aber hier die Möglichkeit, alles klar zu machen. Und dann ist die Reise definitiv zu Ende, der U20. Nationalmannschaft, man verliert Spiel um Bronze. Beachtlich aus dem Turnier verabschiedet. Das ist wieder typisch. Wenn hätte es gegeben, dass wir in so einem wichtigen Spiel, Bronze Medal Game, so einen Top-Gegner 36-24 Schüsse. Da siehst du mal, wie gut wir eigentlich gecaptured hätten. Hätten. Immer das. Das hätte und wenn. Oh, das macht mich halb wahnsinnig. Das hätte und wenn. Schweizerisch Verabschiedung wäre, ja, wir können erhobenen Hauptes da rausgehen und wir dürfen stolz sein, auf das, was wir gelesen haben. Er ist nicht zufrieden. Es ist vielleicht auch noch etwas zu sagen, oder? Ich meine, es hat in diesem Turnier hat es 4 Spiele gegeben, must win. Oder einfach musst gewinnen. Gegen Dänen souverän gelöst. Dann kommst du in Viertelfinale, hast genau heute die Chance, Viertelfinale zu gewinnen. Gegen die Schweden sehr souverän gelöst. Und jetzt gegen die Finnen und gegen die Russen halt nicht. 2 von 4 haben wir geschafft. Und darum ist das Glas für mich halb voll. Mit ein bisschen Distanz werden die Spieler oder Volvo merken, dass solche Erfahrungen, die sind Gold wert für später.